Hallo und herzlich willkommen zurück zu Crash Engineers, Space Engineers meine ich natürlich. Ja. Das war's, ich bin raus, macht's gut. Die Landung des Schlachtkreuzers hier wird vorbereitet. Ich bin sehr, sehr gespannt. Oh Mann. Boah. Na gut, ich geh mal raus. Sicher runterkommen ist die Devise. Irgendwie. Von der Bahn mit Marzipan. So. Das Change GPS-Punkt kann ich. Punkt kann ich wieder löschen. Die landet ja jetzt wieder. Und. Ja, wir treiben noch. Ich will halt nicht zu krass jetzt schon Gas geben. Denn. Wir werden es dann brauchen. Wenn wir landen. Ja. Den Treibstoff. Und. Wie planst du denn zu bremsen? Mit dem vorderen oder also die nach vorne zeigen oder wie? Nach vorne ist nicht viel. Sind vier kleine, die nach vorne zeigen. Also ich muss dann wieder quasi anders mich positionieren. Sollten wir uns vielleicht jetzt schon drehen? Ich werde mich gleich drehen, ja. Ich will bloß, dass wir in der Gravitation des Planeten sind. Ja, nicht, dass wir dann wieder so rumkugeln wie neulich beim Start. Ich habe übrigens auch den Gravitationsgenerator gerade mal umgebastelt. Das ist der normale, das funktioniert also auch. Keine Magnetschuhe mehr, juhu! Na los, jetzt komm! Keine verbackten Magnetschuhe. Ja. Oh yeah. Oh yeah. Die Magnetschuhe waren echt bitter. Die waren richtig bitter. Ich bin zweimal dadurch gestorben, weil ich irgendwie weggebounced bin. Wo ist denn die Anziehungskraft des Planeten? Das gibt's doch nicht. Wo? Die hat Feierabend, die ist zu Hause. Ja, ich merk schon. Keine Lust mehr. Ich gehe schon mal in die Ausgangsposition. Wir müssen eigentlich gleich in die Gravitation eintreten. Oder? Das Problem ist, ich sehe halt jetzt auch noch nicht, wo. Okay. Ach, so willst du quasi runter. Das ist eine gute ich will Idee. Ich will die 12 Atmos-Thruster quasi nutzen. Wo ist die Gravitation des Planeten? Müsste die langsam. Aber oh, falsche Richtung. Shit. C. Wie diese beiden kleinen Triebwerke hier voll Gas gehen nach unten. Ich will bloß erstmal die Gravitation des Planeten. Ich will es halt nicht zu schnell jetzt. Weil wir können ja, haben jetzt keine Begrenzung mehr auf 100 Meter die Sekunde. Ich möchte aber stimmt. Je schneller man fliegen kann, desto schneller kann man auch fallen. Deswegen, die Anziehungskraft wird dann immer schneller das Ganze machen. Und ich möchte so auf 100 Meter die Sekunde bleiben. Dann habe ich gar nicht gedacht, als ich das gemacht habe. Ja. Man kann nicht nur schneller vorwärts, man kann auch schneller fallen. Man kann auch schneller unten, ja. Oh shit, ey. Das ist natürlich, ja. Wir werden schneller, die Kombination ist da. 0,05 G. Das reicht schon aus, guck mal, wie wir beschleunigen. Oh Scheiße, oh Scheiße. Dieser Mod war eine scheiß Idee. Ja, das könnte jetzt nicht rächen. Aber ganz ehrlich, so, wenn wir jetzt so runterkommen, wir sind doch sehr, sehr schnell und locker gestiegen. Das heißt, wir können auch genauso gut locker abbremsen, logischerweise. Nee, abbremsen ist schwerer als steigen. Fallen ist immer leichter als steigen. Ja, aber die Kraft des Planeten ist doch gleich. Das heißt, die Triebwerke müssen es ja locker schaffen. Das macht aber keinen Unterschied. Also wenn wir jetzt die Kraft des Planeten ist zwar gleich, aber dadurch, dass wir nicht mehr gelockt sind mit dem Tempo, ist je höher wir anfangen zu fallen, unsere Endgeschwindigkeit umso höher. Ja, weil und die Triebwerke 100 schaffen das ja trotzdem. Ja, 100 km/h abfangen ab einer gewissen Höhe mit der Dichte der Atmosphäre ist kein Problem. Aber wenn wir dann nicht mehr 100 sind, sondern bei 300, schaffen die das niemals, das abzufangen.
Ja, dann musst du frühzeitig gegensteuern, keine Ahnung. Ich werde schon ab und zu versuchen zu bremsen, also ich werde versuchen bei 100 Meter die Sekunde zu bleiben. Nee, 0,07 G. Na, wir fallen langsam, aber es zieht übelst an. Guck, wie schnell wir schon sind. Boah, es zieht mega an jetzt. Uha. Frage, würden wir die 1000 erreichen, bevor wir den Boden aufschlagen? Ja. Ich will es lieber nicht wissen. Das sieht von unten auch ziemlich faszinierend aus irgendwie. Das Schiff. Das Lustige ist, wenn wir dann auf dem Planeten steuern müssen, wird das auch sehr lustig werden, weil das wird echt schwierig zu steuern, das Schiff. Weil noch nicht alle Atmo-Thruster, glaube ich, fertig sind. 103 Meter die Sekunde. Mhm. Ich werde gleich mal ein bisschen... Ja, komm mal, locker. Ja, ja. Einmal kurz pusten und dann... Wir sind doch nicht wirklich nah dran. Die Gravitation ist noch irrelevant. 0,1 G, das ist schon... Soll ich die Geschwindigkeit ein bisschen steigen lassen, bevor ich bremse? Das ist eine gute Frage. Vielleicht maximal 150. Beantworte sie mir mal bitte. Maximal 150, würde ich sagen. Okay. Hast du auch dieses Geräusch, das brennt irgendwie so die ganze Zeit? Ja, ich aber auch. Es ist doch kein Mod drin, der hier irgendeine... hitzige Atmosphäre. Oh, das wäre so bitter, ja, das jetzt. Da würde ich so, da würde mir so erstmal so heimlich einbauen und nix sagen. Oh, wäre das bitter. Das wäre so richtig bitter. Eieieiei. Knarrt hier gerade das Metall? Das klang jetzt gerade. Nein! Das klang gerade. Das habe ich nicht gehört, habe ich nicht gehört. Du hast es auch gehört, oder? Du hast es auch gehört, oder? Nein, habe ich nicht. Alles gut. Richtig, ich habe es gehört. Doch, ich habe es gehört. Nein! Es war ein Warum sagst du? Ja, ich habe es auch gehört. Das ist voll creepy. Drehst du? Okay, du bist das. Ja, ich drehe. Alles gut. Ich versuche in Richtung. Okay, das Bremsen geht deutlich langsamer bei 0,25 G. Ja, ja. Ich bremse auf 50 runter. Deswegen, das wird immer heftiger und wir sind erst bei 0,2. Ja, und der Sprit geht ganz schön runter. Aber noch ist ganz gut. Was? Geht gar nicht runter? Boah, hör auf. Ein bisschen Angst. Alles gut? Doch. Ich bin bei 88 auf 84. Ist runtergegangen. Ich habe nicht gesagt, mega stark. Wieso drehen wir uns die ganze Zeit? Ich will mich ausrichten zum See. Weil ich auf dem See lande. Ist das unter uns unser See? Ja, das ist unser See. Boah, Punktlandung. Nicht so wie mit der Blub. Hilfe, Klatsch. Ich plane das. Das sieht auch gerade sehr gut aus hier, das Bild mit der Sonne. Alter, 0,38 G. Und wir fallen mega schnell. Ja, das wird... Oh Gott, ich muss viel mehr die Hydro jetzt benutzen. Sonst kannst du es kriegen. Ja, die Atmo müssen greifen, sonst haben wir echt verschissen. Helfen die nicht schon? Nein, die sind noch nicht mal ansatzweise. Die sind noch gar nicht dabei. Die machen noch gar nichts. Die noch gar nicht. Die machen noch nichts. Wir sind nicht mal in der Atmosphäre. Hallo? Wir sind 50 Kilometer noch oder so. Wir machen einen Scheiß. Das ist noch gar nichts. Die sind nicht mal aktiv. Die drehen sich nur leicht. Aber die machen nichts. Oh shit. Oh Gott, ich kann schon kaum mehr abbremsen. Das wird immer langsamer. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Bitte. Oh Gott, guck mal, wie langsam das wird. Ich muss die durchweg brennen lassen. Und wir haben auf die 50 Sekunden. Ich glaube, ich lasse die jetzt an. Das wird immer weniger. Oh shit. Wo sind die Atmo-Thruster? 0,6 G. Wir haben es aber fast. Es bejaht, du guck mal, es bremst aber. Ja, hier. Die Atmo. Fang doch jetzt an, oder? Oder immer noch nicht? Noch nicht, nö, noch nicht.
Ja, die kommen aber gleich. Wir sind gleich bei unter 10 Kilometern. Dann machen sie aber, oder? Ab 10 Kilometer? Nein, ab 5 vielleicht. Ab 5? Ja. Wir können nicht mehr gegensteuern, wir werden schneller. Scheiße! So, soll ich wieder Gas? Ich kann kein Gas geben, ich kann nicht mehr nach oben, weil ich dazu die Atmotaster nehme. Oh, scheiße, wir fallen. Oh Gott. Und 100 Locken, Motte aktiviert schnell! Ich habe einen Plan. Wir müssen aber schnell machen. Wir gehen sofort zu Stardust und retten uns. Hallo? Der Captain verlässt das Schiff nicht. Okay, tschüss, ich bin weg. Du kannst rette die Starlight, schnell rette die Stardust. Nein, das klappt. Guck mal, wir sind gleich unter 10 Kilometer und dann greifen die. Als ob die bei 5 Kilometer erst greifen, das ist ja Bullshit. Das glaubst du selber nicht. Wir sind nicht mal in der Atmosphäre noch. Jetzt dreht mir erstmal die Hallo? Atmosphäre. Wir sind 8 Kilometer gleich. Du siehst ja die Atmosphäre, also die Atmosphäre machen noch nichts. Hä? Die machen noch gar nichts. Hallo, ich kann da gleich hinfassen. Jetzt, so nah sind wir schon. Ja, guck mal, easy. Jetzt fangen ja, sie an, jetzt locker. Fangen sie an. Sie fangen an. Oh, Gott sei Dank. Oh, ich danke. Ja, gar kein Problem. Und 0,91, ja, siehste, easy peasy. Ich saß nicht gerade schon halb in der Rettungskapsel? Nein. Nein, bloß nicht. Oh. Der Cap verlässt das letzte Schiff. Okay, tschüss, ich bin weg. Nein, ich war nicht gegangen. Du hättest es dort hast du ja retten können, aber. Ja, jetzt drehen sie hoch. Jetzt fangen die Atmungsmuster an. Knarsch. Ja, ich habe die Hydro gerade mal ausgemacht. Der Treibstoff geht nämlich auch runter jetzt. Also zum Landen brauchen wir mit dem Schiff mega viel Treibstoff. Oh. Alter. Ganz sachte. Ich mach das ganz sachte. Wir machen es mal 50 Meter die Sekunde. Kein Stress. Wir haben Zeit. Das erste große Schiff, was gestartet und gelandet ist. Das ist doch was. Und keine Piraten. Nein. Die haben Angst. Die haben einfach Angst. Sag mal, wie es ist. Die Atmo-Truster fangen noch nichts ab, ne? Also ohne die Hydro wäre eine Landung nicht möglich. Aber sie unterstützen. Das hilft, Sprit zu sparen. Oh, ich hab einen Mega-Lag. Oh Gott. Wir werden schneller. Ist okay. Ich kann es abfangen. Kein Problem. Es wird aber langsamer. Also wir beschleunigen langsam. Die Atmo-Truster fangen langsam an, richtig zu greifen. Hydro sind aus. Das ist durch den Geschwindigkeitsmod, dass es jetzt echt tricky wird. Aber es ist machbar. Ja, wir bremsen. Die Atmo-Truster bremsen. Oh Gott. Ich stelle mir gerade vor, wir hätten irgendwo so ein schwarzes Loch im System und auf einmal zack, 1000 Meter die Sekunde. Tschüss, hui! Naja, es gibt ja schwarze Löcher als Mods. Die haben irgendwie, keine Ahnung, 1000 G Anziehungskraft. Alter, 1000? Ich glaube, ja. Boah. Wenn nicht sogar mehr. Also je nachdem, ne, wie weit halt weg bist von denen. Also die sind richtig heftig. Wenn du zu nah bist, hast du sowas von Tschüss. Da kannst du sowas verknüpfen. Da kann man nur hoffen, dass hier im System kein schwarzes Loch auftaucht. Muss man mal den Schöpfer des Systems fragen, ob der hier sowas bohren lässt. Ach, das macht er schon nicht. Höchstens vielleicht ganz, ganz weit, weit weg draußen. Also doch. Anderthalb Kilometer, das sieht nach einer butterweichen Landung aus. Soll ich da oben mitlanden? Das geht nicht. Ich kann irgendwie landen. Wir haben oben keine Landeplattform, wo das möglich wäre. Was ja schade ist.
sprich nach hinten auch nochmal große Atmung Thruster nach vorne irgendwie. Und irgendwas nach oben. Ja, nach oben brauche ich die Ionentriebwerke. Atmosphäre bringt ja nichts nach oben. Ionentriebwerke brauche ich nach oben. Sieht gut aus. Ja, da erkenne ich deine Plattform oder was du da gebaut hast. Ich wollte es halt erst mit so einem Blockverbinder anfangen zu bauen. Eigentlich nicht mit Sandfüßen. Angedockt. Tja. Kannst aussteigen. Bist wieder da. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Okay, ich sollte. Kannst du jetzt ausschalten? Ist jetzt. Ausschalten. Das war doch ein voller Erfolg, oder? Mhm. Perfekt gestartet. Mit der Stardust zum Mond und Platin geholt. Uah. Läuft. Und wir können die. Nee, wir können es ja nicht automatisch ausladen. Doch. Wir können es schneller sogar ausladen, jetzt das Platin. Ich muss jetzt halt gucken, wo hier das Lag ist. Irgendwo in dem großen Abschnitt ist das. Ja, das ist die Frage. Wo ist hier ein Lag? Ja. Vier. Kommst du mit? Willst du mit hochfliegen oder? Ich sitze hinten drin. Alles klar. Mal gucken, wie viel aus dem Platin letztendlich rauskommen wird. Ich hoffe ein bisschen was. Ja, ich denke schon. Ein bisschen was wird schon rauskriegen. Kriegen wir schon was raus. So. Ich würde jetzt sogar gerne die Stardust auf den Ionentriebwerken landen, auf den Hydrotriebwerken landen, um den Satelliten hinten drauf zu setzen, um halt gut starten zu können bei der nächsten Runde. Also dein nächster großer Plan, beziehungsweise nächstes großes Ziel ist halt echt, die Starlight zu verbessern und das Leck zu finden und der Satellit. Ein kleines Hubble quasi in den Ofen zu bringen, sozusagen. Jo, das wäre so mein Ziel. Ja, meins wäre dann das erste Modul der Raumstation fertig zu schweißen. Mhm. Klingt nach dem Plan. Nimmt ja schon langsam Gestalt an. Mhm. Aber da fehlt doch einiges. So, ich baue das hier hinten drauf. Vorsicht, ich hoffe, du bist schwindelfrei. Ich muss jetzt ein Manöver durchführen. Ein Manöver? Was passiert jetzt ein denn? Manöver. Was zum... sehr gut. Schön, dass ich hinten drin sitze, möchte ich nochmal betonen. So ganz gerade bist du aber noch nicht. Nee. Ich will halt nicht zu krass. Stehe ich drauf? Sieht so aus, oder? Soll ich mal aussteigen? Warte mal, ich mach mal die. Oh. Die Ionentriebwerke sind aus. Du fällst. Oder? Es wirkte gerade so aus meiner Perspektive, als kippst du hinten rüber.
Warte. Ja. Hm. Irgendwas ja, wieso, ist. Wieso kipp ich? Hä, wieso kipp ich? Okay. Jetzt hat er sich stabilisiert, oder? Ach Leute, ich weiß warum. Ich hocke auf so einer blöden. Auf so einer blöden Lampe. Stimmt. Oh! Nein! Shit it! Oh, verdammt. Autsch. Houston, wir haben ein Problem. Schieb den Wal, schieb den Wal, schieb den Wal zurück ins Meer. Oh, shit. Ja, also ich sitze hier gemütlich. Easy. Gut. Oh. Ja, alles klar. Ja, passt die, doch. Die Hydro sind ausgegangen. Einfach so. Und die sind auch alle anscheinend. Also nicht wirklich, aber ja, keine Ahnung. Also man könnte meinen, das soll so. Wenn man nicht wüsste, dass es anders sein soll. Schieb den Wal. Okay, das ist jetzt suboptimal. Das ist jetzt sehr suboptimal, weil ich nicht weiß, wie ich umdrehen kann. Ich bräuchte jetzt ein paar Swaster nach oben. Aber kommst du so nicht wieder hoch? Nein. Hä? Hallo, aua. Warum nicht? Guten Tag. Es ist jetzt suboptimal. Ich wollte halt das, ich wollte extra so landen auf dem Hydro, damit ich. Falls es dich beruhigt, die Folge ist ja noch nicht raus, aber genau das Problem, was du jetzt hast, hatte ich mit der Blub 1 da hinten auch. Ich musste Swaster dran bauen, weil ich kam nicht mehr hoch. Nein. Ich lag da wie ein Pottwal. Das ist so doof gerade. Warte. Ich brauche ganz dringend ein paar Zutaten. Wie ist da einfach wie so eine Katze auf dem Rücken liegt und den Bauch einfach in die Luft steckt. So, ah, geil, Sonne. Ah. Mob nicht mein Schiff. Da kann nichts dafür. Schaffst du das Schiff vielleicht, wenn wir das Platin rausnehmen? Nein, ich glaube es nicht. Aber da sind irgendwie 30, 40 Tonnen drin. Das ist ja Gewicht. Das Problem ist, ich habe halt hier so das alles eingebaut. Ich könnte jetzt nicht mal. Aber gut, wenn ich die Ionentriebwerke nicht anmache. Was hast du jetzt mehr angestellt? Alles gut, easy. Was? Also, ich lade mal schon mal Platin aus. Tu das, ja. Wir bräuchten Ionentriebwerke. Die Teile da. Kann man das hier auch reintun? Ja, guck mal, hier Raffinerie, ey. Perfekt. Bin ich hier genau richtig gelandet. Das war jetzt peinlich. Das war ein sehr lustiger Landeabschluss quasi. Finde ich Landeabschluss. Gut. Wir haben noch Zeit. Ich möchte, dass du das wieder... Der Abschluss des Landevorgangs quasi. Also, ja, das war äußerst witzig. Ja. Ich bin froh, dass das nicht mit der Starlight passiert ist, sondern mit der Stardust. Ich glaube, mit der Starlight hätte ich da ein Problem. Das Problem ist, ich vermute, dass zwei nicht reichen. Ja, vielleicht, wenn ich das Platin hier rausmache. Ja, dann vielleicht. Aber ich glaube trotzdem nicht. Also, das wird gerade immer und immer leichter. Ja, nein, du sollst das nehmen. Entschuldigung. Noch komme ich nicht hoch. Hoppala. So. Ich brauche da, glaube ich, noch zwei. Lalala. Warte mal. Lalala. Richtig peinlich. Richtig noob. Hashtag Wal am Strand. Das ist böse. Ich sag, das kann nichts dafür. Dafür ist sie nicht ausgelegt gewesen. Ich wollte mit ihr jetzt was vorhaben umsetzen, was für die nicht da. Nee. Also die Hälfte an Platin müsste gleich raus sein. Cool. Dann ist auf jeden Fall einiges an Gewicht leichter. Ich mache noch zwei weitere ran, dann sollte es reichen mit zwei weiteren, denke ich. Okay, nur noch Motoren. Motoren. Oh yeah, Motoren. Oh, Hilfe.
Haben wir noch Motoren? Aber natürlich doch. Nicht viele. Warte mal, haben wir noch mehr? Nee. Motoren müssen wir doch einiges haben, oder? Wir haben gar keine Motoren mehr. Hä? Wir hatten doch mal wie 5000 Stück oder so. Wir hätten das alles verballert. Ich denke, Sven und Toni, die waren hier, Die haben bestimmt alle Motoren mitgenommen. Ja. Das war auch so mein erster Gedanke. Ich produziere mal noch ein paar. Ach nee, ich kann ja von denen hier noch ein bisschen rausnehmen. Ich recycle Climber. Sehr gut. Ich entlade. Oh. Aua. Du bist gerade mit 200 Sachen an mir vorbeigedüst. Sah sehr lustig aus. Ja. Mein Astronaut hier findet das auch sehr, sehr lustig, was ich hier mache. Ja, noch zweimal fliegen, dann ist alles Platin entladen und wird verarbeitet. Wie viel Platinbarren meinst du nochmal, brauch ein so ein Ding, was du brauchst? Ich weiß es gerade echt nicht mehr. Ich gebe da lieber keine Prognose ab, das ist mir zu, keine Ahnung. Ich rate da eh falsch. Ich glaube, so ganz viel haben wir doch nicht mitgenommen, aber die Mine war ja auch erschöpft. Ja, die war echt erschöpft, ne? Also da kann man sicherlich noch einige Tonnen rausholen, aber... Was? Wir haben auch kein Eis mehr. Das also kann kaum nicht sein. Wir haben kein Eis auf Reserve mehr, also wir sind echt, arm. Aber wir haben Platin. Das teuerste... Ja, die teuerste Ressource, die es hier in diesem System aktuell noch gibt. Könnte vielleicht mal was Teureres noch kommen. Bis wir irgendwann mal neuere Sachen entdecken. Ja. So, Platin ist komplett entladen. Fände ich gar wundervoll. Das Problem ist, ich möchte die Starlight halt gerne wieder nochmal zu landen lassen, weil ich, Stardust, weil ich möchte halt schon. Stopp! Stopp! Alles. Was? Mach aus. Alter. Was ist denn passiert? Ja, ist okay. Triebwerke machen übrigens Schaden, wenn die zu dicht am Boden sind. Ja, das ist richtig. Ich repariere schon mal. Ich habe keinen Standplatz. Guck mal bei der Stardust vorne. Aber nicht lachen. Ja, Moment. Das ist ja zum ersten Mal passiert. Das kann, ne? Alter, habe ich hier die Mega-Lex oder was ist hier los? Aber nicht lachen, das ist ja zum ersten Mal passiert. Das. What the fuck? Was ist hier denn passiert? Ja, hier ist Dinge passiert. Ist das ein Loch? Ja, also noch. Wenn die Triebwerke zu lange da sind, dann ja. Bye-bye, Stahlplatten. Das halten die nicht aus. Ja, die leichten jedenfalls nicht. Die schweren, wer weiß. Ja, die schweren halten das aus, ja. So, ich würde das gerne noch umdrehen, das kleine Stardust. In der Folge, das wäre mir noch ein... Ja, hier. Da muss doch mal Gas geben. Naja, ich bin schon. Oh, die Sonne geht auf. Ja, da kommt die Sonne. So. Bitte jetzt nicht wieder den Boden kaputt machen. Bitte, darum. Ich komme halt nicht hoch, ne? Doch. Nee, lol. Alter, what? Nein, stopp, auf! Doch, jetzt. Alter. Oh Alter. Gott. Alter! Alter. Oh. Pass auf! Nicht hier! Ja, Entschuldigung, das lenkt mal so, das ist echt tricky. Ich geb mir echt Mühe. Ich drehe hier gerade nur rum. Oh, ist das übel. Ist das übel. Das ist so echt kacke zu lenken, okay? Du musst so landen. Ich geb mein Bestes, das ist echt kacke. Da ist irgendwas explodiert. Ja, da war aber nicht viel dran. Alles okay. Da war nicht viel dran, irgendwas krabbt. Bäm. Vorsicht, nochmal. Ne, oder? Warte. Sieht gut aus. Moment, ich tue.
Aber ja, jetzt steht's. Genau so. Genau so soll es jetzt stehen. Und jetzt fliegt aber volle Kanne gegen. Was hast du denn hier jetzt eben kaputt gemacht? Eine Solarzelle. Also die war nicht gebaut. Alter. Wo? Hä? Hier oder wo? Ja, da war da fehlt eine Solarzelle. Ach lol, hier! Das sieht jetzt erst. Ja, ist das tricky, okay. Das ist nicht einfach. Aber so sieht es gut aus. Und jetzt kann ich hier hinten nämlich Satelliten draufbauen. Und hier kann man immer noch was lagern und so entnehmen. Das ist super. Ist das doch schon gestopft oder? Ja, das habe ich gestopft. Ich denke aber, ich bin vorhin umgekippt wegen diesen Lampen hier, weil der eine Thruster aus einer Lampe drauf stand. Tja. Die Lampen. Ach ja, das ist oben noch an. Nein, Haus getappt. Ich muss noch die neuen Triebwerke ausschalten. Oh Gott. Atmo. Large Atmo. Ne? Steht aber gut da. Jetzt, wo es steht. Ich habe nochmal die Vierer oben jetzt ausgeschaltet. Steht's ja. Ja, jetzt steht's gut. Und dann kann ich in der nächsten Aufnahmesession mal gucken, wegen so einem Satelliten. Einem kleinen Beobachtungssatelliten. Der dann stationär da oben in der festen Position leider erstmal. Und der soll quasi mit Kameras ausgestattet werden, oder? Jawohl. Für den Anfang dachte ich so. Ich würde den dann auch gerne, also ich würde den schon so bauen, dass er dann die Möglichkeit hat, sobald wir einen GPS-Korridor haben, dass er dann auf dieser Bahn lang fliegen kann auch. Also er wird schon alles dabei haben, dass er dann, sobald GPS-Bahn steht, er auch direkt seine Bahn bekommt quasi. Das klingt nach einem sehr guten Plan. Da würde ich nämlich sagen, die Folge ist nämlich schon wieder zu Ende wieder. Und ja, damit wahrscheinlich auch die Aufnahmesession nehme ich an. Jupp. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahmesession. Ich mache mich mal an ein paar Verbesserungen der Starlight. Aber es hat an sich ja ganz gut funktioniert, bis auf ein paar kleine Fehler. Ja. Dann würde ich sagen, war es das und wir sehen uns bei der nächsten Folge, nicht? Genau. Tschüss. Ciao.